Hallihallo, Hallöchen. Mein Name ist Sven G. von den Konsolenprofis und wir spielen heute weiter Until Dawn. In der letzten Folge sind wir mit dem guten Matt und der Emily auf dem Weg zu dem Feuerturm und das Funkgerät zu holen. Und jetzt spielen wir hier weiter mit der Sam und der Killer hat uns beim Baden zugesehen und wir gehen jetzt mal dem Ganzen auf der Spur. Verdammt nochmal, meine Klamotten? Wirklich? Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Das hat die Klamotten mitgenommen. Jetzt muss ich auch noch im Handtuch hier draußen rumrennen. So ganz Horrorfilm-like-Movie. Ach, die weiß auch noch gar nicht, dass Josh tot ist. Oh, das, ach, das hat das jetzt die Bedeutung mit den Luftballons, mit den Pfeilen. Der zeigt eine Richtung an, wo ich hin soll. Oh, meine Fresse, Alter. Ja, das habe ich mir auch eben gerade gedacht. Blöde Uhr, ey. So, mit den Kerzen hat das, macht das doch hier schon ein bisschen was her. Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? War alles echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Kann ich meine Klamotten jetzt zurückhaben oder soll ich das ganze Wochenende im Handtuch rumlaufen? Im Handtuch also. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Nee, gucken wir gerade hier noch. Vielleicht gibt es hier noch irgendetwas. Wow. Wieso ging der Fernseher jetzt an? Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Wow, Alter. Was eine kranke Scheiße geht denn hier schon wieder ab, Alter? Ich glaube, wir lassen das mit dem rumlaufen und gehen lieber weiter. Oh fuck. Leute, kommt schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Oh nein. Oh shit. Hallo Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Eine hübsche Bademix. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Warum zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9. Nein, 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 nein! 7. Bitte, nein!
schmeißen gegen den Kopf, Alter. Rico, ey. War doch irgendwo der Baby, oder? Versteck dich, da hinten war der Baby. Sam, versteckst du dich? Sam, warum das Unvermeidbare aufschieben? Oh, Gott sei Dank. Jawohl, Alter, voll gebrettet. Soll das ein Witz sein? Kein Türgriff? Oh mein Gott, Alter, nimm den Schatz. Komm. Wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Wir verstecken uns lieber mal. Also wir konnten den Killer gerade entkommen. Oh mein Gott. Tja, das lief ja offenbar nicht so ganz nach Plan. Hab ich recht. So reiflich brillant geplant und doch im Schlüsselmoment alles vereitelt durch deine Unzulänglichkeiten. Ich sagte, alles was du tust hat Konsequenzen. Glaubst du, dieser Fehler hätte keine Auswirkungen? Was du tust und was du sagst, lässt die Dinge sich ändern. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Dingen, die tot sind. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Was ist denn das jetzt? Bin ich jetzt der Killer? Oh, Fern, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich verstehe einfach nicht, was los ist! Du bist ein Psychopath! Nein, das ist verrückt! Wir müssen Hilfe holen! Hallo? Leute? Hallo, Samantha! Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen.
Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm! Oh, Matt, was ist das? Keine Ahnung. Oh mein Gott, das ist auch jetzt so eine enge Kiste. Nein, 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 nein. Die werden uns wehtun. Komm weg, ihr Freakos. Doch etwas scheu zu sein, obwohl die... Also wir haben zumindest den Abgrund schon mal weit hinter uns gelassen. Ich trau der Sache nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wenn wir den jetzt geschlagen hätten, wäre das wahrscheinlich eskaliert. So kommen wir noch glimpflich davon. Ja. Aber irgendwas stimmt doch nicht mit denen. Guck doch mal in die Augen. Die haben rote Augen. Ja, da ist es ganz gut, dass der Matt hier die Ruhe bewahrt hat. Ich glaube, Emily wäre da jetzt ein bisschen hysterischer gewesen. Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben, für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Ach, da ist der Feuerwachturm. Oh mein Gott. Oh, das ist verflucht grell. Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Wenn du das sagst, mein Liebe. Da ist schon wieder so ein Totem. Der Chris hält sich eine Knarre ans Kinn und legt sie wieder zurück. Die russische Roulette spielen? Das wäre sau selten dumm, wenn ein Killer hinter denen her ist. Schnellstmöglich die Leiter hoch und versuchen Hilfe zu holen. Ach, okay, das war der Matt. Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott. Dass sie die Axt jetzt unten gelassen hat, ist jetzt nicht der cleverste Zug, würde ich sagen. Weil wer weiß, was uns da oben erwartet. Wobei, meine Theorie, ich gehe immer noch davon aus, dass es nicht nur ein Killer ist. Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Zumindest schon mal offen.
Ich verstehe aber trotzdem, die sind doch die Klippe runtergefallen. Warum sind die denn vermisst? Man muss doch die Leiche gefunden haben schon. Gucken wir erst noch gerade hier, was hier kommt. Und dann gehen wir ans Funkgerät. Tja, kein Strom. Ach, komm schon. Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Noch eine Tür. Oh, gut windig hier oben. Scheiße, ja, wer sagt's denn? Okay, ein Punkt für Matt und Emily. Ja, aber jetzt sieht jeder, dass hier oben Licht an ist. Sorry, dass du auch noch vermisst wirst. Die Schwester wird natürlich auch noch vermisst. So, jetzt schauen wir mal, dass wir jemanden erreichen. Nee, wir beantworten die Frage. Oh mein Gott, okay. Hier ist... Mein Name ist Emily. Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over. Oh Gott, bitte. Oh mein Gott. Wir werden hier draufgehen, wenn Sie uns nicht retten. Hier ist ein Psychopath. Haben Sie verstanden? Ich sagte doch, der sieht hundertprozentig das Licht. Shit!
haben die bestimmt. Oh, doch, sie haben sie belebt. Verdammt! Zumindest Matt hat es bis jetzt überlebt. Ich hoffe, dass die Emily es auch überlebt hat. Irgendwie. Weil, wie gesagt, ich versuche wirklich noch alle durchzubringen. Aber ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Ich hoffe, dass sie schon tot. Ach, sie lebt noch. Hilf mir bitte! Ich komme! Ich komme! Em, das Ding ist echt verdammt wackelig! Du musst etwas unternehmen, sofort! Worauf wartest du? Ich denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Emily, du hast Angst! Du musst dich beruhigen! Alles wird gut! Ach, hör auf zu labern! Ich halte es nicht mehr aus! Hör auf, mich anzubrüllen und lass mich einfach machen, okay? Ja, lass dir nur alle Zeit, die du brauchst. Ich laufe ja schließlich nicht weg. Ich versuche, zu dir zu kommen und dich hochzuziehen. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was. Ich komme. Hier. Darf nicht kippen. Ich hoffe, dass das eine gute Entscheidung war. Scheiße! Komm schon! Nein! Emily! Scheiße! Oh, fuck! Oh Mann, ich glaube nicht, dass sie den Sturz überlebt hat. Ich hoffe es einfach nur, dass sie vielleicht die Beine oder so gebrochen hat. Meine Güte, ey. Jetzt läuft alles aus dem Ruder. Ich glaube, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Das war schon wieder so eine krasse Folge. Puh. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keins der Videos mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Mein Name ist Sven G von den Konsolenprofis. Danke fürs Zusehen.